Wir haben hier einen Klassiker, und zwar das Springseil. Passt in jede Tennistasche, kann auf jede Reise mit. Und da der Stefan das viel besser kann als ich, macht er das einmal vor. Wir starten locker, man kann hier variieren und ein bisschen tänzeln. Dann hat man die Belastung auf den verschiedenen Beinen oder auch auf einem Bein hüpfen. Dann das Bein wechseln, genau. Und dann haben wir noch Kreuzsprünge, ne, dass man die Arme überkreuzt. Ne, hat man da auch noch die Koordination der Arme mit dabei. Wer schon ein bisschen erfahren ist, der wird dann irgendwann noch Doppelsprünge schaffen. Bin ich das? Ja, das bist du. Auf geht's. So, jetzt nach dem Seilspringen sind wir schon ein bisschen warm. Und jetzt hat der Niki schon den Mini-Loop an den Beinen und zeigt euch ein paar Übungen auch für die Muskulatur. Genau, wichtig immer, den tiefen Körperschwerpunkt beizubehalten für Tennisspieler. Ne? Da ist gerade diese Region sehr, sehr wichtig. Hier geht man runter, Oberkörper dabei versuchen, möglichst gerade zu lassen und kann in verschiedenen Variationen jetzt dieses Mini-Loop benutzen. Und zwar geht es hier seitlich, hier in die eine als auch in die andere Richtung, schräg nach hinten. Wichtig ist, dass das Band dabei immer auf Spannung bleibt, dass man nicht zu locker geht, sondern dass das Band immer auf Spannung bleibt. Geht nach hinten, schräg nach vorne und kann sich da in alle Richtungen bewegen. Jetzt hat der Nicola den Mini-Loop gewechselt zu einem höheren Widerstand. Und auch den kann man verwenden mit der Laufleiter gemeinsam. Und da schauen wir uns jetzt mal gleich eine Übung an, wie das so funktioniert. Genau. Körperschwerpunkt wieder tief und dann versuchen, ein Bein raus in die Laufleiter, raus und wieder rein und das Band auf Spannung halten. Man braucht nicht zwingend die Laufleiter, man kann auch hier diese Linie benutzen, einfach raus und wieder reingehen. Und dann natürlich auch irgendwann die Seite wechseln und das Ganze mit dem linken Bein machen. Bei der Laufleiter gibt es natürlich auch ganz viele Übungen. Wir wollen euch ein paar vorstellen. Wir fangen einmal einfach an mit zwei Kontakte pro Kästchen. Einmal ganz gemütlich durchlaufen. Und das kann man natürlich immer schneller und schneller machen. Das ist super für die Beinarbeit. Was anderes ist dann, wenn man hinten steht, kann man auch zwei Kontakte machen, vor, zurück. Das ist jetzt einmal gemütlich. Und das kann man natürlich immer stärken vom Tempo. Wenn man wärmer wird, dann wird es auch schneller. Ja, und dann kann man natürlich auch Skippings machen, also die Knie hochziehen, seitlich. Das Gleiche kann man dann auch machen, wenn man nach vor rennt und nach vor hochzieht. Und wenn es koordinativ auch noch ein bisschen anspruchsvoller werden soll, kann man auch vorwärts seitlich durch die Leiter, dass man hier beide Füße aus der Leiter rausbewegt, wieder reinbewegt, wieder rausbewegt, mit vielen kleinen Schritten, die dann sicherlich auch für auf dem Tennisplatz hilfreich sein werden. Ja, und dann haben wir euch noch die Hütchen mitgebracht, die passen in jede Tasche rein und sind auch super als Ziel beim Aufschlagtraining oder so. Aber wir verwenden es jetzt mal für die Beinarbeit. Da kann man die kleinen Schritte üben und da geht es dann schon richtig zur Sache, weil jetzt sind wir ja auch schon warm. Also, zeig mal vor. Genau, wir haben verschiedene Variationen, einfach nur vor, zurück oder halt auch seitlich durch die Hütchen, tiefer Körperschwerpunkt, Oberkörper gerade, dass man hier schnell durchgeht. Ich muss es Gott sei Dank nur vormachen, ne? Aber das ist eine super Übung, um dann gut schnell und agil ins Training zu starten. Das ist halt auch ein super cooles Tool, ein Resistance Band. Das passt auch in jede Tasche, super leicht. Man kann viele Übungen damit machen. Und wenn man jetzt nicht so einen fantastischen Assistenten an der Seite hat wie den Stefan, kann man es auch am Netzposten festmachen. Und wir zeigen euch das einmal. Ja, und wir fangen mal an mit Skippings auf der Stelle, mit dem Widerstand. Und dann kann man natürlich das Ganze auch mit Sidesteps machen. Und durch den Widerstand natürlich werden die Muskeln noch ein bisschen mehr aufgewärmt und aktiviert. Und dann ist man schon ziemlich ready, was die Beine betrifft. Für den Tennisplatz. Genau, und das sieht man auch auf der WTA-Tour, auf der ATP-Tour. Das hat jeder Fitnesstrainer dabei und macht euch nochmal eine ganze Ecke schneller. Und wir haben jetzt schon einen kleinen Übergang zum Oberkörper-Warm-Up, indem wir den Tennisschläger dazu nehmen und dann auch wirklich hier sehr nah am Sport bleiben, tennisspezifisches Warm-Up machen, kann man jetzt die Schläge imitieren. Wir machen das einmal vor. Hier, Vorhand wieder zurück. Vorhand wieder zurück. Geht natürlich auch mit dem Volley. Hier tiefer Vorhand-Volley, Rückhand-Volley. Geht direkt in die Tennisbewegung.
Also Stefan, ich wäre jetzt soweit warm, was die Beine angeht. Wir haben euch jetzt ein paar tennisspezifische Warm-up-Übungen für die Beine gezeigt. Ja, und jetzt kommen wir Richtung Oberkörper und wollen den Oberkörper aufwärmen. Wenn es nach mir geht, wären wir ja schon wieder beim Cooldown, weil das ist schon anstrengend genug. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kommen die Übungen für den Oberkörper. Auf geht's! Advantage U.